die Wahrheit an. Yani nichts außer die Wahrheit. Obwohl ich der Meinung bin, es gibt nicht die Wahrheit oder die Lüge, sondern es kommt immer nur darauf an, wie du was erzählst. Yunus Amiri, sein Vater, packt aus. So, wir gucken mal, ob es Clickbait ist für Dezember oder ob wir damit ein bisschen Termin jetzt machen können. Schaut euch die Videos bis zum Ende an, ihr wisst, Dezember wichtig. Und folgt mir auf Twitch, ein Follow kostet nichts. Allerdings. Ja, Leute. Hi. Ihr fragt euch bestimmt jetzt, was macht der denn da? Wallah, ich mag den Vater übertrieben. Der ist so sympathisch, der Typ. Ich habe Gründe, warum ich das mache. Und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal vor der Kamera sitze oder stehe zumindest und das erzähle, was ich jetzt hier euch erzählen werde. Ich habe lange überlegt und habe mich entschieden, es zu machen, aus gewissen Gründen. Warum? Das werde ich euch auf jeden Fall auch sagen, warum ich es gemacht habe. Aber mir berichtet das Herz, dass ich das so erzählen muss. Aber mir bleibt auch keine andere Wahl. Letztendlich, wie es rüberkommt, interessiert mich nicht. Ob die Menschen mich dafür verurteilen oder ist auch Mucho. Das ist meine Meinung. Dankeschön für den Verschenken. Ihr kennt mich ja von damals auch mit Yunus halt, dass ich eher so ein lustiger Typ bin. Und zwar, warum ich dieses Video drehe hier, ist das nur um die Wahrheit und um euch zu... Die Sache ist, ich denke nicht, dass es Promo ist, weil es sogar auf Sabrin ihr Channel ist und nicht mal auf Yunus sein Channel. Die Lügen, die ihr mitbekommen habt, von dem Ganzen drumherum, ne? Also ich gehe davon aus, es geht darum, dass Mariam und Yunus eine Trennung gefaked haben. Geht es darum? Ob Mariam, ob die andere Netflix-Staffel da, die ganzen Leute da, wo ihr auf jeden Fall auch damit recht habt. Weil viele haben ja auch geschrieben, ist alles nur verlogen. Ja, es ist verlogen. Es ist nur nicht verlogen, es ist noch mehr wie das. Es ist verlogen, es ist beschämend, es ist asozial, wie tief mein Sohn gesunken ist. Wie tief Yunus in der Scheiße steckt. Und das haben wir ihm zigtausendmal gesagt. Und ich habe mit Yunus öfter mal gesprochen, auch seine Mutter und seine ganze Familie, seine Geschwister, alle. Fangen wir mal an. Also, Punkt Nummer 1. Ich gehe nochmal darauf ein, zu den Statements, was sie da gesagt haben. Das ist nämlich kein Statement, es ist lächerlich einfach, was sie da abziehen. Alle das beide. Das ist okay, sag mal so jetzt, mein Sohn wird so von der manipuliert. Weil letztendlich, er hat nichts zu sagen. Also mein Sohn, damit ihr Bescheid wisst, mein Sohn hat nichts zu sagen. Sie ist... Das A und O. Sie lenkt ihn, sie entscheidet, sie macht alles. Das heißt, mein Sohn ist nur hörig. Was sie sagt, wird gemacht. Und wen nicht. Und ist alles mit Beweise. Und auch alles mit Sachen, die passiert sind, auch vorher. So. Dass mich jemand im sozialen Netzwerk darstellt, dass wir an allen schuld sind und dass wir halt diejenigen sind, die zwischen die Beziehung funken. Vollkommen recht. Auf jeden Fall. Wir haben was dagegen. Nicht zu 100%, sogar zu 1 Million%. Das müsst ihr mal wissen. Wir, zumindest ich, also meine Frau, meine Familie, Sabrin, Mohammed, alle haben was in die Beziehung. Warum, fragt euch? Die meisten sagen, ja, die lieben sich doch. Guck mal, das ist keine Liebe. Die spielen euch ein Spiel vor und mein Sohn muss mittanzen. Und da ist, um das ganz rumherum, ist noch ein anderer Faktor. Wer das alles lenkt, wer die ganzen Sachen mit denen bespricht und alles um und dran, das wisst ihr ja auch nicht. Aber das Ganze drumherum, es geht nur um Fame. Um Geld, so groß wie möglich da rauszukommen, auf alle scheißen, sei es Zuschauer, sei es Abonnenten, sei es was, das zählt bei denen nicht. Das zählt bei denen nicht. Bei dem geht es nur um Geld und Fame. Oha, Cousin, Walla, Bruder, zart. Okay, Walla, das hätte ich jetzt nicht gedacht, sage ich euch ganz ehrlich. Ich hätte jetzt gedacht, ja, das ist Fake und so, macht euch keine Sorgen und so, die sind islamisch verheiratet, macht euch kein Ding und so. Walla, der macht ja richtig Ding. Oh, Wallah, ich mach einen Diss-Track gegen euch. Der nimmt die auseinander, Cousin. Guck mal, ich will niemandem zu nahe treten, gell? Ich sag euch ehrlich. Aber Bruder, ja, wenn dein Vater vor Kamera kommt und sowas sagt, Bruder, und guck mal, ich sehe hier Gebetsteppich im Hintergrund und so, dies, das. Wenn dein Vater vor Kamera kommt und sowas sagt, Bruder, da, Bruder, da hast du auf jeden Fall was falsch gemacht, ja. Digga, da hast du auf jeden Fall was falsch gemacht, Digga. Das ist traurig, dass die euch was vorspielen. Und dass mein Sohn es mitmacht. Mein Sohn ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Ne? Er wird beauftragt, er muss es machen, ansonsten macht man ihm Schluss oder keine Ahnung was. Gut, zu dem Statement haben die ja gesagt, dass das herum, dass die Druck ausüben. Ja, wir üben Druck auf. Ich übe Druck auf, meine Frau, alle. Und zwar rum. Ganz einfach. Ich fange an jetzt, die Sachen so darzustellen, wie es angefangen hat.
ist eine lange Geschichte, also ein Video wird nicht reichen, aber ich versuche das Beste daraus zu machen, halt, ne? Damit ihr halt wirklich wisst, was Sache ist. Wir kommen jetzt, warum es dazu gekommen ist. Leute, Punkt Nummer 1. Bevor wir Miriam kennengelernt haben, bevor sie zu uns gekommen ist, hat mein Sohn mit mir gesprochen, Papa, ich habe deine kennengelernt und. Da sage ich, ja, was ist was für eine? Ja, die heißt so und so und keine Ahnung was und bla 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 und die ist im Internet. Da sage ich, oh mein Gott. Naja, bevor wir erstmal jetzt erstmal sie beurteilen oder schlecht reden, lassen wir das mit dem mal wirklich zu uns kommen. Und das war halt der größte Fehler. Das war der größte Fehler, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Aber wie naiv noch man ist und seinen Sohn auf jeden Fall auch nicht wehtun möchte und dass man seinen Sohn auch liebt und das weiß auch Jonas auf jeden Fall, haben wir gesagt, okay, meine Frau und ich, lassen Sie mal zu uns kommen. Dann kam sie auch zu uns und naja, dann haben wir mit ihr gesprochen und irgendwann mal kamen wir auf das Thema halt Social Media, dass sie halt das macht, das macht, das macht. Okay. Ja, und dann bin ich meine Frau halt den Tag auch da reingegangen und haben wir geguckt, was sie so macht und da war ich echt ein bisschen schockiert, ne? So, und dann habe ich gesagt, das geht doch nicht, das kann sie nicht machen. Also sprich halt mit TikTok und beleidigen und die Klamotten, die sie anhat, bauchfrei und keine Ahnung was. Ne? Und wir haben gewisse Werte, also ich als Moslem zumindest, ne, versuche so gut wie möglich, also mich praktisch zu benehmen als Moslem, sei es meine Wenigkeit, meine Frau, meine Tochter, egal wer, auch Jonas, dass wir halt wirklich vernünftig und sie wissen selber, als Moslem oder zumindest die Muslime, ja, die wissen ganz genau, dass gewisse Sachen im Islam nicht gut sind und nicht den Menschen gut tun. Sprich Reize, ihr wisst, was ich meine. Und die anderen, die sich wissen, Bruder, Walla, er tut mir einfach leid, der Vater, Digga. Ne, die können sich erkundigen auf jeden Fall, was Sache ist. So. Ja, und dann haben wir sie wieder eingeladen, zumindest hat geholt und so, geht zu bei dem. Ich bitte dich, versuch dich mal mit dem Internet ein bisschen vernünftiger zu zeigen, also nicht so beleidigend TikToks und schlimme Wörter und so, das muss ja nicht sein. Ne? Wenn du wirklich, also Yunus liebst und wenn du wirklich Charme hast und wenn du wirklich einen gewissen Anstand hast, mach das nicht. Ja, ihr habt recht, ich versuche daran zu arbeiten, ich mach das. Ja, das Ende vom Lied wurde immer schlimmer, immer schlimmer, schlimmer. So, dann irgendwann haben wir mit Yunus gesprochen, sagt Yunus dazu, das kann nicht so weitergehen. Also so ein Mädchen können wir nicht akzeptieren, das geht nicht. Arbeite, rede mit ihr. Die ist 16 Jahre alt, ist ja kein Problem, man kann mit alles reden. So, und ja, Yunus, natürlich, aber ja, du hast recht. Was ist? Tauchen noch mehr Videos auf. Und noch schlimmere Sachen auf. Und wie sie meinen Sohn beleidigt im Internet. Und wie sie ihn als Schwuchtel nennt. Und wie sie ihn, keine Ahnung was. Also es sind so viele Sachen. Ich könnte jetzt die tausend Sachen. Also von dem Wort müssen wir uns ganz klar distanzieren, Digga. Aber ihr wisst ja selber, wie das mit ihm ist. Ihr wisst selber, wie das mit ihm ist. Und ihre Vergangenheit. Naja, ist Nebensache. Aber das wussten wir jetzt auch im Nachhinein. Von daher, so. Ja, das Ende vom Lied auf jeden Fall, um es kurz zu fassen, haben wir keine Lösung gefunden. Ja, und irgendwann mal ist die Beziehung von Yunus und ihr so stark geworden, dass irgendwann mal er uns verlassen hat. Okay? Und ist zu ihr nach Hannover gezogen. 7 Monate lang. Also wir haben ihn 7 Monate lang nicht gesehen. Und das können halt die damals von Instagram von Sabrine die ganzen Storys also belegen oder beweisen zumindest, dass so der Fall war. 7 Monate. Noch hat er uns angerufen, noch hat er mit uns gesprochen, noch kam er wieder nach Hause. Gar nichts. Warum? Das kommt noch. So, und irgendwann habe ich gesagt, das kann doch nicht so weitergehen, das geht doch gar nicht. Wir müssen eine Lösung finden, wir müssen doch was machen, wir können nicht einfach so loslassen. Und wie Eltern auch sind, wir, nicht nur wir, alle Eltern, haben wir gesagt, okay, wir holen ihn. Aber bevor wir ihn erstmal geholt haben, hat uns die Mutter kontaktiert und wir haben mit ihr gesprochen, haben gesagt, hör zu, das kann nicht sein, dass er da ist und es geht um seine Schule, er muss sein Fachabi machen, er muss sich um die Schule kümmern, er muss seinen Führerschein machen. Wir haben ja nichts dagegen erstmal momentan. So, das Problem ist nur, wie sich gerade zeigt im Internet, ist nicht in Ordnung und wir können es nicht akzeptieren. Wir müssen irgendwie Druck ausüben. Wir müssen ja irgendwie, weil das Problem ist, sie hat, es gibt keine Erziehung bei der Familie, bei denen gibt es keine Erziehung. So, da hat die Vaterrolle gespielt und zu dem Vater. Ah, das ist traurig. Das ist nicht nur traurig, das ist wirklich empörend. Ich habe Kontakt zu dem Vater. Es ist so ein lieber Mensch. Also ihr könnt nicht vorstellen, was für ein Mensch der ist. Und er ist froh darüber, dass er die Familie verlassen hat. Aber ich habe mit ihm bestimmt 10, 20 Mal telefoniert. Ich telefoniere immer noch jetzt. Und er ist wirklich ein lieber Mensch. Aber das ist halt eine andere Sache, wo ich nicht jetzt darauf eingehen möchte. Das kommt danach, also nach anderen Videos, nicht jetzt. Weil da will ich erstmal warten, was passiert. So. Und das Ende vom Lied, hört zu. Also die Geschichte ist so verstrickt, die Geschichte ist so durcheinander, dass er mich also, mir auf jeden Fall langsam folgen müsste. So, und irgendwann, nachdem wir gesprochen haben, das kann nicht sein. Jonas muss seine Schule machen, Jonas muss sich auf die Schule konzentrieren, sein Fachabi machen, seinen Führerschein, alles drum und dran. Schule verlassen, Fachabi verlassen, kein Führerschein, ihr wisst ja selber seine Führerscheingeschichte, alles liegen lassen. Für wem? Für diese Familie. So, das Ende vom Lied, die Mutter hat meine Frau noch angerufen und sagt, ja, nimm es doch so hin, besser für dich, akzeptiere es doch, ist doch besser, als es schlimmer wird und bla 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 bla. Naja, die Mutter, also ihr seht ja selber, wie sie ist.
Also ihr seht ja selber, wie die Mutter ist. Also was soll ich dazu sagen? So, und für uns ist das nur beschämend und es ist einfach asozial, ne? So eine Frau bei TikTok zu sehen, was sie sagt, wie sie sich da artikuliert, was sie genau sagt und wie sie dasteht. Also es ist beschämend, beschämend asozial. Ganz ehrlich, wir können uns mit dieser Familie nicht identifizieren. Geht nicht. Ja, und dann irgendwann mal haben wir es rausbekommen auf Social Media, islamische Hochzeit. Islamische Hochzeit. Ganz ehrlich, es gibt keine islamische Hochzeit. Die haben gelogen, sind alle verlogen und haben meinen Sohn das angedreht, dass er heiraten muss, auf deren Art, weil wenn du islamisch heiratest, gibt es gewisse Regeln, gibt es gewisse Richtlinien im Islam. Es gibt Zeugen, es gibt Imams, es gibt sogar eine Bescheinigung dafür, dass du die bekommst, dass du heiratest. Ich habe meinen Sohn gefragt, hast du sowas bekommen? Ein Zertifikat, irgendwas? Nein. Hab ich gesehen, da waren drei Kerzen auf dem Tisch, schwarzer Tisch. Ich weiß nicht, das war eine Trauerfeier eher so, weißt du? Drei Kerzen, im Hintergrund zwei Personen, die Mutter, mein Sohn da, wie ein Dulli. Ne? Und naja, islamische Hochzeit und ihr seid dann meine Frau. Ich schwöre euch, ihr könnt mit jedem Menschen draußen da reden, auch Imams holen. Das, was sie gemacht haben, ist keine islamische Hochzeit. Und die treiben die ganze Zeit Unzucht, also Haram. Und die Mutter ist an allen schuld. An allen ist die Mutter schuld. Wisst ihr warum? Weil sie es geschafft hat, ihr Kind zu erziehen. Das ist ganz einfach, ist es, um das klarzustellen. So, wenn ich sehe, dass so Aber, eine Familie Digga. zerspalten, zerrüttet, jeder geht seinen eigenen Weg, sie machen sich im Internet fertig, alle, egal wer, von A bis Z, ich brauche keinen Namen nennen, geht über TikTok rein, ihr seht alles. Bruder, das ist jetzt viel auf einmal. Bruder, Walla, Bruder, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, gell. Ich will jetzt auch nicht. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, mein Bruder. Ich weiß nicht, ja, Bruder, manche Leute wollen heiraten, so und so. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Glauben das ist, mit diesen drei Kerzen. So, ich weiß nicht, Cousin. Ich halte mich einfach bedeckt, Cousin, und höre einfach erstmal zu. Ich weiß es nicht, darum, keine Ahnung. Marionetten da bedient, das ist der große Bruder. Der für Geld verkauft er alles. Er verkauft für Geld alles. Und ja, wenn man als Opfer gefunden, natürlich Yunus Amiri. Er kann alles mitmachen. Und mein Sohn ist kein Engel. Er lässt sich schnell leiten. Oder zumindest lenken. Ja, und dann ist halt passiert so, wie es passieren sollte. 7 Monate da, 5 Monate auf dem Sofa geschlafen. Er wurde geschlagen von einem Familien. Er wurde mit Backpfeifen. Er musste so alles sich mit hinnehmen. Hauptsache, der ist neben Miriam. Und dann hat er mir gesagt, Yunus, ich habe deine Chatverläufe noch da, Yunus. Hast du mir gesagt, wo wir dich abgeholt haben sogar? Und danach geschrieben, Papa, ich bin froh, dass ich wieder bei dir zu Hause bin. Papa, ich wurde schlecht behandelt von der Mutter. Papa, ich wurde behandelt wie ein Hund. Bist du jetzt immer noch? Papa, die haben mich dargestellt wie das allerletzte. Ich musste das machen, das machen, das machen. Ja, aus Liebe macht ein Mensch alles. Aber irgendwann ist die Liebe Nebensache. Ich achte nur auf mich. Ich gucke, wie ich da rauskomme. So, nach 7 Monaten haben wir ihn geholt. Ist bei uns geblieben eine Zeit lang. Und naja, auf jeden Fall ging es hin und her. Das, das, das. Und wir haben irgendwie kein Mittel gefunden, wie wir eigentlich an Jonas rankommen. Dann habe ich ja gesagt, ihr erinnert euch auch an die Bongo-Geschichte damals. Ihr erinnert euch auch an viele Sachen damals, wie die Zuschauer und alles verarscht haben. Und wer war damals der Drahtzieher? Natürlich der Bruder, wer sonst? Geld muss her, egal wie. Scheiß drauf. Und wenn ihr darauf achtet, zum Beispiel, ne, das letzte Statement von ihr und von Jonas im Kino damals, wo sie damals erzählt haben, ja, wir trennen uns im Guten, das war alles Promo. Das haben wir heute rausbekommen. Dann der Bruder gesagt, ja, geht mal raus, macht das, macht das. Und irgendwann mal, ihr geht drauf, dann haben die Werbung eingeschaltet. Da hat der Janko sogar ein Video gedreht und das kann ich nur zu 100% belegen, dass das stimmt. Er hat das auch, er ist ja nicht dumm. Er macht eigentlich das Richtige, was er auch richtig gemacht hat, zumindest. Und ja, das kann er belegen und das ist auch die Wahrheit. Er hat das auf den Punkt gebracht, dass die, wenn sie Promo brauchen oder gar nicht was, kommt wieder streiten, alles drum und dran. Und dann wird irgendwann mal im gleichen Abend praktisch Werbung eingeblendet, damit ihr raufgeht und keine Ahnung was. Und danach werden halt, ist meistens so bei Instagram, werden halt die Leute, die mit euch arbeiten wollen oder möchten, zumindest für die Storyviews. Aufrufe. Und dann guckt man, okay, aha, 100.000, 50.000, das geht gut, alles klar. Ist alles abgetakelt. Also für Fame verkaufen diese Menschen ihre Ärsche. Für Fame machen die alles. Alles. Und mein Sohn hat sich entschieden, da mitzumachen. Jetzt ist er im Urlaub und zumindest genießt er die Tage. Obwohl wir miteinander gesprochen haben. Wir haben bestimmt jeden Tag hier gesprochen. Seine Mutter alles. Und er hat uns wirklich eiskalt angelogen. Leider Gottes, wie es ist. Und hat sich jetzt für die Familie entschieden, die ihn 7 Monate lang von seiner Familie abgehalten hat. Die ihn 7 Monate gequält hat.
die in 7 Monaten gesagt hat, wenn du zu deiner Familie gehst, wirst du Mariam nicht mehr sehen. Die in 7 Monaten gesagt hat. Und er mir versucht hat, nach Hause zu kommen. Das hat er mir selber erzählt. Das hast du mir selber erzählt, die deiner Mutter auch. Dann hast du hier geheult in deinem Zimmer, ja. Papa, es tut mir leid. Papa, ich habe einen Fehler gemacht. Also, dann, wir sind Eltern, wir verzeihen ja auch. Ich Hart, sage nur ja. eins. Denk immer, Jonas, daran. Der liebe Gott, guck, schaut dort oben und sieht alle, was du machst, was du nicht machst. Dass du deine Eltern für diese Familie verkauft hast, das wirst du noch spüren, Jonas. Nicht von mir, nicht von deiner Mutter. Aber da gibt es jemanden, der über uns alle wacht. Und ich würde niemals dich verfluchen, deine Mutter auch nicht. Ich würde nur sagen, Rabbi Adik, Gott möge Allah dich recht leiten, aber Jonas, ich lüge dich an. Einen gewissen Wut habe ich auch und deine Mutter auch. Wir sind alle enttäuscht und traurig, dass du mit so einer dein Leben teilen möchtest. Die so viele negativen Schlagzeilen mit dir. Digga, Walla, tut mir Hast du einfach vergessen, leid, Hannover, Digga. wo wir da waren, Jonas? Hast du es vergessen? Deine Mutter und ich. Und deine Mutter auch mit die Kamera und sagen, was abgelaufen ist. Was hat sie gesagt, zündest du dir, wo du gerufen hast mit deinen Klamotten? Nee, kriegst du nicht. Außerdem bekommt meine Mutter noch 8000 Euro von dir. Und außerdem bekomme ich von dir auch noch Geld, hat sie gesagt. Ja, das hast du alles vergessen, Jungs? Komisch. Und trotzdem gehst du zu ihr wieder zurück. Und trotzdem belügst du uns und verarschst uns. Hauptsache, Miriam ist zufrieden. Aber weißt du was, Jungs? Sie hat alles richtig gemacht. Sie hat alles richtig gemacht. Also, auf Französisch sage ich Chapeau. Respekt. Respekt an dieses Kind. 17 Jahre alt. Lass dir zeigen, wo es lang geht. 17 Jahre alt, kommandiert seit Was? anderthalb Jahren. Seit anderthalb Jahren erkennen wir dich nicht mehr wieder. Seit anderthalb Jahren versuchen wir zu verstehen, was mit dir los ist. Seit anderthalb Jahren versuche deine Mutter und ich und deine ganze Familie zu verstehen, was in dir gefahren ist. Liebe? Das nennst du Liebe, Jungs? Das nennst du Liebe? Weißt du, was Liebe heißt? Deine Mutter und ich, das ist Liebe, Jonas. Fragt mal eure Eltern, von den Zuschauern, wie lange die verheiratet sind, das ist Liebe, Jonas. Liebe ist in guten und schlechten Zeiten. Dieses Mädchen, sobald du herkommst nach Hause, fängt sie an zu posten. Sobald du herkommst, fängt sie an, Sachen zu erzählen. Keine Ahnung, was das nennst du Liebe? Also ich bitte dich. Aber naja, du hast dich entschieden. Mach, was du denkst. Wir machen, was ich denke. Also wir machen auch, was wir denken. Und zu den Leuten da, ich habe jetzt vorhin gelesen, oder zu den Angehörigen von der Familie da, wenn die was posten, keine Ahnung was, dann werde ich auch was sagen. Was willst du sagen? Kümmere dich um deine Kinder lieber. Was willst du sagen? Was hast du über uns? Alhamdulillah, was hast du über uns? Gar nichts. Noch habe ich eine Tochter, die sich asozial zeigt im Internet. Alhamdulillah, sie ist ein sauberes Mädchen. Noch habe ich eine Tochter, die mit anderen Kerlen abgedüst ist. Noch habe ich Tochter, die keine Ahnung was wochenweise in Hamburg war. Noch habe ich eine Tochter, die ihre Mutter alleine lässt. Noch euch mal an. Ihr seid beschämend. Ihr seid asozial. Ihr seid einfach beschämend, was ihr für Geld macht, was euer Vater gerade in Jordanien ist. Was ist damit? Soll ich was zu sagen? Oder lieber nicht? Ihr kommt aus Palästina, hat er gesagt? Kommt ihr wirklich aus Palästina? Soll ich auch mal Dokumente euch mal zeigen, aus wo er kommt wirklich? Aus wo deine Mutter kommt? Aus wo dein Vater kommt? Wollt ihr das wirklich sehen? Ach, Seid lieber leise. Digga. Das, was ich gerade erzähle, ist nichts. Ist gar nichts. Ich habe eine Audio von 10 Minuten von deinem Vater. Seid lieber leise. Kein Wort. Oh, wenn ihr shit. Beweise habt, dann geht ruhig ins Internet und postet Here we Videos go und again. Postet so. Ich hasse euch zutiefst. Das habe ich bei Jonas und gesagt, ich habe es auch aufgenommen. Und das beschleunigt die Leute nicht. Ihr seid einfach asozial, beschämend. Und ihr seid einfach, mehr kannst du nicht sagen. Fakt ist nur, ihr seid eine Familie, die nicht mal anderen wir mit dem Kontakt haben möchten, wollen wir nicht. Und Gott sei Dank haben wir so gemacht auch. Jonas könnt ihr behalten, aber wir wissen, was in ein paar Jahren los ist. Und du, Jonas, ich weiß, wie du angucken wirst. Wir werden sehen, was in 2, 3, 4 Jahren los ist mit dir. Heirate sie ruhig. Mach, was du denkst. Lass dich von der Familie rumkommandieren. Mach ruhig. Du wirst sehen. Du wirst sehen, wer am Ende heult. Wir oder du. Und dann werden wir sehen, Jonas. Aber komm ja nichts an. Auch wenn du 2, 3 Kinder hast mit dir. Komm ja nicht an. Steh ja nicht vor meiner Haustür. Ich habe dir zigtausend Chancen gegeben. Jonas, überlege, was du machst. Jonas, du wirst nicht diese Frau heiraten, einfach nur so als Ehefrau. Das ist später die Kinder, also die Mutter deiner Kinder. Überlege sehr gut, was du machst. Das ist für mich keine schwierige Tochter. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Was ich nicht verstehen kann. Und das geht in meinen Kopf auch nicht rein, überhaupt nicht. Ich habe mit meinem Sohn oft gesprochen. Und seiner Mutter auch. Und wir haben eigentlich eine gute Beziehung. Dass sich ein Mensch so dermaßen von jemandem fertig machen lässt, nur weil er sie liebt, ist das normal? Könnt ihr es mir erklären, ob das normal ist, dass ein Mensch sich so dermaßen fertig machen lässt? Es sind Aktionen aufgetreten von ihr gegen meinen Sohn, wie sie ihn bedroht hat, ne? Auch vor der Haustür hier, wie sie ihn fertig gemacht hat. Den einen Tag musste ich runtergehen. Ich musste runtergehen und
sie auffordern, was er soll. Er stand 5 Minuten draußen, vor der Tür. Die hat das Auto nicht aufgemacht. So, dann sagt er, ja, es sind Kleinigkeiten. Ja, es sind Kleinigkeiten, aber es häufen sich ja. Das ist halt mehr. Als Vater, ich kann da nicht still sitzen und nichts sagen. Das geht nicht. Diese Ruhe habe ich nicht. Ne? Ihr sollt tadellos zusehen. Ich habe Jonas gesagt, Jonas, sag mir von vornherein, willst du dieses Mädchen haben? Willst du mit ihr leben? Dann sag uns Bescheid. Dann, okay, dann lassen wir los, dann geh einfach. Aber ich habe ihm gesagt, dann musst du uns vergessen. Das habe ich gesagt. Weil ich weiß als Elternteil, weiß ich definitiv besser wie mein Sohn. Wir haben die gewisse Erfahrung als Eltern. Welcher Vater oder welche Mutter oder welcher Elternteil wünscht seinem Kind das Böse oder das was Schlechtes? Keiner. Keiner. Im Gegenteil. Die Eltern werden sich den Leib rausreißen, das Herz, die Leber für das Kind, um damit das Kind es gut geht. Fragt mal eure Eltern. Und deswegen sehe ich das als Vater, als eine Vaterrolle, die ich auch auf jeden Fall auch, Alhamdulillah, auch gut ausübe. Ich versuche meine Kinder gut zu erziehen. Ab und zu mal hat man halt diese Probleme, die hat jede Familienangehörige. Aber dass mein Sohn alles liegen lässt, alles für sowas? Warum? Warum? Dir geht's gut, Jonas. Du hast damals auch allein aufgebaut, alles in einem 20 Quadratmeter Kinderzimmer. Und es war alles gut. Jetzt musst du dich mit negativen Schlagzeilen, mit negativen Menschen. Warum? Diese Menschen, ich sag, diese Menschen gehen über Leichen, denen ist scheißegal. Das ist Sie kein muss es Fake, haben. Digga. Das ist kein Fake. Dieses Mädchen, Jonas, die wird dich ins Verderben ziehen. Wieso willst du nicht wach werden? Warum? Wieso Bruder. willst du mit aller Macht? Du willst mit aller Macht, egal wie es ist, ob du darunter leidest, ob wir darunter leiden, egal wie, mit aller Macht, willst du das Mögliche, das Unmögliche möglich machen. Die Sache ist, guck mal, es gibt immer Promo und so, dies, das. Aber, Bruder, das ist eine Sache, gell? Bruder, ich muss auch aufpassen, wir sind hier auf Twitch, ja nicht so. Digga, ich sag euch ehrlich, wenn dein Vater über dich so ein Video macht, Digga, dann hast du dein Gesicht verloren, Cousin. Weißt du, dann hast du einfach so. Hast verloren, Bruder. Du hast verloren, Bruder. Das ist kein Promo. Das wird nie wieder zurechtgerückt sein. Verstehst du? Das kann man nicht zurechtrücken. Seit 6 Jahren. Alhamdulillah, dieses Mädchen ist Muslime geworden. Ne? Bis heute, hat sie so viel Charme und so viel Respekt, dieses Mädchen, dass ich mir wünsche, dass mein Sohn Jonas genauso eine kennenlernt. Aber sie ist das Gegenteil, was er gerade hat. Die Verlobte von meinem Sohn, bis heute, betteln die, dass sie heiraten. Ich sage nein, keine islamische auch aus Spaß. Erst wenn mein Sohn auf eigenen Beinen steht. Erst wenn mein Sohn die Verantwortung übernimmt, eine Frau zu heiraten. Islamische heiraten danach, kann er machen, was er will. Und irgendwann mal sagt, okay, geht er seinen Weg. Die islamische heiraten haben sie, oder benutzen viele auch, damit sie halt wirklich Zuflucht, damit der andere Partner mit dem anderen Partner schläft. Islamische Hochzeit ist, war nicht so, wird doch niemals so auch dargestellt. Oder das sind harte Anschuldigungen, Dreddies. Das sind harte Anschuldigungen. Das ist nicht einfach so gesagt. Das ist kein Promo-Move. Bruder, das sind harte Anschuldigungen, Cousin. Cousin, gerade wenn du so ein gläubischer Mensch bist, also jemand ist, der gläubig ist. Und Digga, das sind harte Anschuldigungen, Bruder. Islamische Hochzeit ist hat was Besonderes. Wo hat der Vater das hochgeladen? Auf Sabrin, ihr Kanal. Ein Wert im Islam. Und deswegen sagt auch der Islam, bevor man auch islamisch heiratet, muss man standesamtlich machen. Aber da damals mein Sohn gefangen war, weil sie wussten, dass er ein Opfer ist, haben sie ihn so dermaßen bearbeitet, dass er islamisch angeblich heiraten sollte, was gar nicht islamisch war. Und deswegen ist darauf eingefallen. Naja, weil letztendlich ist es auch jetzt egal. Es ist halt die Sicht der Dinge und ich bin eigentlich jetzt fertig mit dem Video. Und Jonas, zu guter Letzt noch. Ich hoffe, ich irre mich. Ich hoffe, ich irre mich. Mein Verstand sagt zu mir, du wirst es bereuen. Mein Herz sagt zu mir, du wirst es noch mehr bereuen. Überhaupt mein ganzer Körper sagt, du wirst es bereuen, bereuen, bereuen. So dermaßen, dass du es nochmal bereuen wirst. Heftig, Digga. Der Jonas hat ja Todes-Shitstorm jetzt. Digga, der Jonas kriegt den Todes-Shitstorm. Digga, die ganzen Kommentare sind sehr positiv gegenüber dem Vater. Digga, der Jonas wird Todes-Shitstorm bekommen. Todes